Wie ihr sehen könnt, sind fast 70% Tanker unter euch, die Algo noch nicht abonniert haben. Von daher, lasst doch auf Ehrenbruder-Basis ein Abo da, um nichts mehr zu verpassen. Aber nun, Abfahrt! Gut Jungs, dann lasst uns mal das theoretisch angucken, was alles für theoretisch möglich ist in World of Tanks. Denk mal, Lautstärke. Hallo, Kommandanten. Passt gut. Ah, ein bisschen zu laut. Willkommen zu einer lang erwarteten. So ist gut, würde ich sagen, oder? Ja. Von theoretisch, in der es die unglaublichsten Panzerexperimente zu sehen gibt. Heute wollen wir überprüfen, ob ein Brand in einem Panzer sich auf seine Tarnung auswirkt. Wir finden heraus. Das ist actually sehr, sehr interessant. Das habe ich mich schon, also Real Talk, die ganze Zeit gefragt. Das ist cool. Ob man durch Flächenschaden eine Munitionsexplosion herbeiführen kann und versuchen, zwei doppelten Abpraller zu vernichten. Okay, doppelte Abpraller wird funktionieren, weil das ist mir selber schon passiert. Marvin kann jetzt einfach mal hier den Clip einblenden. Lul? Nee. Aber es sind geile Fragen dabei diesmal. Fühl ich. Theoretisch. In unserem ersten Versuch unterziehen wir den überaus wichtigen Tarnungsaspekt eines Panzers einer genauen Prüfung. Habt ihr jemals darüber nachgedacht, ob ein Panzer leichter zu sichten ist, wenn er in Brand gesetzt wurde? Das ist tatsächlich eine spannende Frage, die euch sicher eines Tages im Kampf helfen wird. Daher mussten wir uns einfach damit beschäftigen. Auf der Startbahn der Karte Flugplatz wurde ein Progetto und ein Objekt 140 aufgestellt. Die Aufgabe des Italieners besteht darin, so nah wie möglich zu kommen, ohne dabei den sowjetischen mittelschweren Panzer die ganze Zeit zu sichten. Dann muss er dessen dünn gepanzerte Treibstofftanks finden und einen Brand an Bord des 140ers verursachen. Während sich der Progetto anschleicht, könnt ihr uns ja schreiben, was euch eure Intuition sagt. Wird der also Real Talk, ich glaube, es wird funktionieren. Ich kann mir schon vorstellen, dass es funktioniert. Ja, ich denke schon, es funktioniert. Brandepanzer leichter zu sichten sein oder nicht? Das Ergebnis werden wir gleich haben. Das Objekt wurde gefunden, meine Lieben. Seine Tanks werden anvisiert und beschossen. Leider ist der mittelschwere Panzer beim ersten Versuch gleich zerstört worden. Gut, ohne das in Brand zu geraten. Ja. Beachtet bitte, dass das Objekt 140 dabei nicht gesichtet wurde. Vielleicht ändert sich das Ergebnis, wenn es brennt. Das werden wir gleich erfahren. Da ist es nämlich. Ich wusste. Erstaunlich, es hat funktioniert. Ja. Nach einem Treffer des Progetto, der die Tanks des mittelschweren Panzers durchschlagen hat, konnte er gesichtet werden. Null. Daraus kann man den Schluss ziehen, dass ein Brand sich auf die Tarnung auswirkt. Daher sollte man immer einen automatischen Feuerlöscher an Bord haben. Er könnte euch im Kampf retten. Und automatischer Feuerlöscher A und O, liebe Freunde. Eine Chance zum Zurückziehen geben, um dann siegreich zurückzukehren. Ab zum nächsten Versuch. Bleibt dran! Es kommt uns gerade so vor, als käme keines unserer Videos ohne eine Munitionsexplosion aus. Genau darum geht es nämlich im zweiten Versuch. Wir wollten herausfinden, ob man die Munition durch Flächenschaden zur Explosion bringen kann. Okay. Auf der Karte Charkow haben wir den perfekten Versuchsaufbau mit Artilleristen in T-92 und britischen FV-4005 konstruiert. Die Panzer sind so aufgestellt worden, dass die Selbstfahrlafetten einen bereits zerstörten FV beschießen, während ein danebenstehender Brite den Schaden erleidet. Welche Voraussagen habt ihr für dieses Experiment? Wir finden es gleich heraus. Alles ist bereit, gleich kommt der Feuerbefehl. Ah! Da ist es passiert. Wow. Der Turm des Briten ist abgesprengt worden.
Daran konnten wir bis zum letzten Schuss nicht glauben. Es ist ein Glücksfall, dachte auch nicht, dass es funktioniert. Der letzte FV den Versuch nicht übersteht und sich von seinem Turm verabschiedet. Dieses Experiment zeigt, dass es zwar möglich ist, die Munitionsladung durch Artillerieflächenschaden zu sprengen, doch es ist sehr schwierig. Okay, nice, wusste ich auch nicht. Also hätte ich auch nicht gedacht, dass es funktioniert, aber interessant, nice. Mit der Einführung von Fahrzeugen mit zwei Geschützen kamen uns auch neue Ideen für unsere Versuche. Jo, und Marc, grüß dich mal. Im letzten Experiment wollen wir eine der interessantesten Hypothesen prüfen, die uns zu Doppelgeschützpanzern eingefallen ist. Die Idee lautet folgendermaßen. Kann man mit einer Salve nach einem Abpraller zwei Panzer vernichten? In einer echten Schlacht passiert so etwas einmal in einer Milliarde Kämpfe. Oder es passiert vielleicht gar nicht. Dadurch wird unser Versuch noch epischer. Ja, Mann. Also es würde funktionieren. Ich sage mal so, beide Geschütze visieren ungefähr das gleiche Dings an, aber treffen unterschiedlich auf. Also vom Prinzip her ja, dass wenn man Abpraller hat, dass auch, wie gesagt, ein Fahrzeug dann getötet werden kann. Das hatte ich auch schon. Teilnehmer werden auf dem Flugplatz aufgestellt. Als Opfer haben wir zwei Top-Tier-Radpanzer ausgewählt. Der Schütze... Das sehen jetzt wieder einige von euch sehr gerne, dass die Opfer die Top-Tier-Radpanzer sind. Lul. ...ist ein Objekt 703. Die Schwierigkeit besteht darin, die richtige Flugbahn zu finden. Sie muss perfekt sein, damit eines der Geschosse den weiter entfernten EBR erreicht. Wir sind schon gespannt auf das Ergebnis unseres Experiments. Auch die Teilnehmer scheinen bereit zu sein. Fangen wir an. Funktioniert. Hat geklappt, ja. Unglaublich, es hat geklappt. Mit Hilfe eines doppelten Abprallers konnten wir gleich zwei Panzer vernichten. Eine solche Situation sehr, sehr geil. Kann vermutlich nicht ergeben. Also schreibt mal gerne rein, was ihr für Challenge habt. Wenn welche gefallen, vielleicht probieren wir es selber einfach aus und machen selber so Challenges. Finde ich eigentlich ganz nice. Doch wenn ihr es schafft, etwas Ähnliches zu vollbringen, zeigen wir euer Replay sehr gern in unserer Reihe Schütze der Woche. Dazu gibt es noch Gold zur Belohnung. Lasst uns eure... Also das ist schon ziemlich nice. Gefällt mir wirklich, wirklich gut. Yo. Das wäre alles für heute. Schickt uns eure What Ideen is für künftige going Videos. On? Gebt uns ein Like, Digga, und abonniert unseren Kanal. Ja, Mann, genau. Abonnieren, Like geben, nicht vergessen. Bei mir auch, liebe Freunde. Also so sind ganz coole Experimente. Ich denke, durch meine drei Ausbildungsklans haben wir auch genug Leute da, um auch so einen Spaß mal zu probieren. Ich finde es ganz nice. Finde es echt cool. Und ja, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. See you then.